Früher, da hätte ich Ihnen sicher gesagt, dass Laramie eine schöne Stadt ist. Aber nach der Sache mit Matthew ist es eine Stadt, bei der man an ein Unglück denkt. Sie sprechen, was ich sage. Ich habe sowas Ähnliches noch nie vorher gemacht. Menschen dazu zu bringen, zu reden. Wie fragt man die Leute? Als ich am Zaun ankam, sah ich jemanden, den ich für einen jungen Mann hielt. 13, 14 Jahre alt vielleicht, weil er noch so klein aussah. Zum Beispiel, dass die Verbrecher noch selbst halbe Kinder waren. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Sie wollten, dass er kapiert, dass es sich nicht gehört, einen Normalen anzumachen. Wir erziehen unsere Kinder hier anders. Aber wir erziehen unsere Kinder hier so. Ich hätte wissen müssen, dass sie ihn nicht hätten ansprechen dürfen. Was ist immer und jedes Mal dabei, wenn jemand ermordet wird? Ich kann's nicht verstehen. Hier ist Amerika. Liebe die Menschen als solche, aber verdamme, was sie tun. Gewisse Leute werden zur Hölle fahren und ich denke, sie wissen es selbst. Es wird Zeit, diesen Leuten zu zeigen, dass wir nicht ihrer Meinung sind. Was ist dabei rausgekommen? Aus einer Tat, die böse war, ist Gutes erwachsen. Überall haben Menschen gesagt, so kann es nicht weitergehen. Das ist das Wichtigste, sonst ist doch alles sinnlos. Was bleibt dann am Schluss übrig außer Hoffnung? Aber es geht mir nicht um Laramie oder Wyoming. Es geht ums ganze Land.